Das habe ich im Zelt gefunden. Da ist eine Karte drin. Nun, zumindest ein Teil einer Karte. Sieht aus, als seien wir ungefähr hier. Die Einsatzbasis der Forschungskommission ist hier. Dort sollte unser Schiff eigentlich anlegen. Ich denke, es ist am besten, wenn wir fürs Erste zur Basis gehen. Die Karte sollte uns helfen, unseren Weg zu finden. Schau mal, das Hauptquartier der Forschungskommission. Los, auf geht's! Um zum Hauptquartier zu gelangen, müssen wir laut Karte... Die Abdonuts scheinen genauso gutmütig wie die bei uns zu Hause zu sein. Wir müssen wohl einen Weg finden. Da gibt es etwas. Die Speerkäfer versammeln sich. Was für eine seltsame Pflanze. Hier drüben ist noch eine. Komm schon, ich glaube, ich habe den Weg zurück zur Basis gefunden. Ich habe den Spähkäfern vorhin beigebracht, wie ich rieche. Wenn du mich aus den Augen verlierst, folge einfach den Spähkäfern, dann findest du mich. Durch diese Ranken können wir uns einen Weg bahnen. Ausschau, in denen du dich verstecken kannst. Richte dich in dem Gebüsch nicht auf, um verborgen zu bleiben. Ruhig. Ruhig. Okay, die Luft ist rein. Brechen wir auf, solange wir können. Nichts kann uns aufhalten. Warte, hier ist etwas.
Was ist das für eine Spur? Schau! Da drüben geht's weiter. Schauen wir uns das mal an. Beeindruckend, nicht? Seht euch nur dieses Tor an. Als ob die Natur wollte, dass wir Astera genau hier errichten. Astera? Gefällt mir. Der Rest der Fünften ist schon da. Ihr seid als Letzte eingetroffen. Geschafft. Bin gleich zurück. Ihr seid am Leben. War hart, was? Als wir euch zwei nicht finden konnten, haben wir Angst bekommen. Habt uns Sorgen gemacht. Wir wollten schon nach euch suchen gehen. Aber Ende gut, alles gut. Hey, könnt ihr uns helfen? Entschuldige. Kommt. Wir sehen uns später. Das hier ist unser Handelshof. Ein treffender Name, wenn ich das sagen darf. Sieh nur all die Leute und das Zeug. Unglaublich, oder? Ja, wir haben alles vor Ort. Wir haben Jäger, die erkunden, Gelehrte, die forschen, Techniker, die alles am Laufen halten. Das hier ist das schlagende Herz der Kommission. Wartet mal kurz. Kommandant, ich habe sie gefunden. Willkommen in Astera. Euer Ruf eilt euch voraus. Nun geht schon. Okay, ich werde euch alles zeigen. Suchen wir erstmal deinen Palico. Dies ist unser Versorgungslager. Hier gibt es das Nötigste. Schau später vorbei, um dir das Sortiment anzusehen.
Als nächstes gehen wir zur Schmiede. Die ist hier entlang. Hier drüben. Du gehörst zur 5. Flotte der Kommission, nicht wahr? Der alte Mann, der das Sagen hat, mein Großvater, war bei der 1. Aber das war vor langer Zeit. Ich gehöre zu keiner Flotte. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich war noch nie in der alten Welt. Das ist unsere Schmiede. Hier kannst du Waffen und Ausrüstung herstellen. Du wirst oft hier sein. Wow, schau dir das an. Möchtest du dich umsehen? Hier drin ist es schön warm. Genau. Die Kantine? Ich bin dabei. Hier. Hier drüben. Das hier ist unsere Kantine. Hey, da drüben! Hey, du! Ich wusste, du schaffst das. Gut. Sie berufen den Rat ein. Kommt. Ja. Da ihr jetzt alle hier seid, lasst uns mit der Ratssitzung beginnen. Nachdem sie einen Drachen hat die 5. Diese Feind möchte dir ein... Danke, Sir. Das hier ist das Kernteam der Kommission. Ihr solltet euch miteinander bekannt machen. Ich freue mich darauf. Kommen wir zusammen. Das Neue ist die Forschung. Die Drachen, sie verändern etwa... Mithilfe der 5. Werden wir die fehlende Verbindung finden. Hört, hört. Jetzt wird's ins... Jäger, untersucht das... Sind schon dabei. Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Sorgt dafür, dass diese Jäger alles Notwendige bekommen. Endlich, Maler. An die 5. Ihr habt ihn gehört. Ich weiß, ihr werdet... Okay, wegtreten. Hier drüben. Hä? Geh in deinen Raum, damit du dir eine Waffe nehmen kannst. Wir haben dir ein wenig Grundausrüstung in diese Ausrüstungstruhe gepackt. Wähle eine Waffe aus, die dir gefällt. Eine Nahkampfwaffe, die flüssige Kombos und Ausweichen ermöglicht. Eine Nahkampfwaffe mit wenig Mobilität, aber mit mächtigen Angriffen.
Eine Nahkampfwaffe für schnelle Bewegungen und die Abwehr von Angriffen. Eine besondere Unterstützungswaffe, die Jägern verschiedene Boni gibt. Eine Fernkampfwaffe, bei der Mobilität für mächtige Angriffe geopfert wird. Eine Waffe, die als Schwert Energie speichert und sie als Axt freisetzt. Diese Waffe ist eine Axt mit großer Reichweite sowie ein eine Fernkampfwaffe mit viel Raum für Bewegung. Eine Fernkampfwaffe, bei der Eine Fernkampfwaffe, bei der Mobilität für mächtige Angriffe geopfert wird. Genau. Geh zur Kantine, wenn du bereit bist. Ich werde dort mit einer Quest. Im Trainingsbereich kannst du dich mit deinen Waffen vertraut machen. Wildexperten sehen sich die Hinweise der Forschungskommission an. Diejenigen, die sie für wichtig halten, werden zu Quests. Hey! Hier drüben! Genau zur rechten Zeit. Ah ja. Worauf warten wir denn? Die neue Welt wartet auf uns.
Okay, das ist unser erster Auftrag. Sehen wir uns noch einmal kurz die Regeln für Quests an. Regel Nummer 1. Erfülle, dass jede Quest besitzt ein... Unser Ziel besteht darin, eine bestimmte Menge Yagras zu erlegen. Auf dem Weg zur Basis sind wir Yagras begegnet. Weißt du noch, die kleinen Monster? Ich glaube, sie waren irgendwo hier. Willst du mal nachsehen? Regel Nummer 2. Benutze die Vorrat. Die Kommission gibt uns auf jede Quest bestimmte Objekte mit. Sie sind in der Vorratstruhe dort drüben. Sieh mal hinein und entscheide, was du mitnehmen willst. Allzeit bereit. Ah ja. Hey, Partner. Genau. Die Energieklinge hat zwei Formen, Schwert und Axt. Sammle Energie in einer Fiole und entfessle sie mit der Axt. Aha. Sei vorsichtig. Halt deine Waffe vor dem Angriff bereit. Was du tun kannst, hängt davon ab, ob sie gezogen ist oder nicht. Wenn du erforschst oder Objekte sammelst, sollte deine Waffe immer weggesteckt sein. Ich werde Sammelpunkte und die Position von Monstern auf der Gebietskarte für dich markieren. Du brauchst Munition für die Schleuder. Siehst du irgendwo etwas Nützliches herumliegen? Hey! Du kannst Honig sammeln und ihn mit einem Trank mischen, um so einen Megatrank herzustellen. Hier drüben! Du kannst das als Schleudermunition nutzen. Großartig, um die Aufmerksamkeit eines Monsters auf dich zu lenken oder abzulenken. Ein Rudel Yagras! Das sind die Monster, nach denen wir suchen.
Mal sehen, wie du dich schlägst, wenn du auf dich allein gestellt bist. Sie laufen weg. Lass sie nicht entkommen. Nimm dir so viele Monstermaterialien wie möglich. Benutze sie in der Schmiede. Hier drüben! Whoops! Nutze, was du kannst. Du hast zu viel Klingenenergie geladen. Okay, gehen wir nach Hause und erstatten dem alten Mann Bericht.